Nur um einen Auftrag zu erhaschen, der Makler, die Maklerin weiß im Prinzip schon, die Immobilie gar nicht vermarkten kann. Heute möchte ich mit euch über ein sehr aktuelles Thema sprechen, nämlich über das Thema Immobilienbewertung. Heute mal eine ganz besondere Podcast-Folge aus Mallorca. Wir haben kein Studio heute zur Verfügung. Wir haben uns gedacht, wir müssen uns einfach mal raussetzen. Ich bin heute auch alleine. Und herzlich willkommen zum Immolution Podcast. Nächste Folge. Heute möchte ich mit euch über ein sehr aktuelles Thema sprechen, nämlich über das Thema Immobilienbewertung. Warum ist das gerade jetzt aktueller denn je? Weil mir fällt einfach eine Sache auf, dass nach wie vor draußen das so ist, dass Immobilienmakler, sehr, sehr viele Immobilienmakler Immobilien einfach entweder gar nicht bewerten oder viel zu hoch bewerten, manchmal auch zu niedrig, aber das ist eher der seltene Fall. Viele bewerten so hauschnau, einfach so fliegen da schnell drüber und gehen viel zu stark auf die Wünsche der Verkäufer oder Wunschpreise ein, um am Ende des Tages einfach einen Auftrag zu bekommen. Ja? Und ich frage mich dann echt, ey, was ist los mit euch da draußen? Ja, was stimmt nicht mit euch? Ja, dass ich nur um einen Auftrag zu erhaschen, einem Verkäufer Honig um den Bart schmiere und damit er mir einen Auftrag gibt. Also das ist weird. Das ist komplett weird. Warum ist es weird? Weil der Verkäufer hat null Plan. Und es ist auch deshalb schon weird, weil am Ende des Tages kaufst du dir Probleme ein. Du weißt im Prinzip, oder nicht du, sondern der Makler, die Maklerin weiß im Prinzip schon, dass sie zu dem Preis die Immobilie gar nicht vermarkten kann, dass sie überhaupt nicht verkauft wird. Und dass es am Ende des Tages die Immobilie eine lange Vermarktungszeit haben wird und auf Raten der Kaufpreis immer weiter runtergeht. Und jeder, der in der Immobilienbranche arbeitet und ein bisschen Erfahrung hat und das Ganze sich auch angeschaut hat oder anschaut, mal ein bisschen wahrnimmt, der weiß einfach, dass das nicht funktioniert. Der einzige Grund, warum man das tut, ist, dass es funktioniert, Verkäufern in dem Glauben zu lassen, hey, du kriegst diesen Kaufpreis. Das ist der einzige Grund. Es gibt nur diesen einen Grund. Und jetzt muss man sich mal die Frage stellen, ist das korrekt? So nach dem Motto, hol dir den Auftrag oder lass die Verkäufer in dem Glauben, dass das funktioniert. Ist das wirklich korrekt? Ist das wirklich das, wofür man antritt als Immobilienmakler, als Experte? Oder geht es dann tatsächlich nur um einem anderen den Auftrag wegzuschnappen? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es schon. Weil es genau das ist und nichts anderes. Okay, lass uns doch mal einen Blick drauf werfen, wie es denn im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern wie es richtig wäre. Zuerst mal müssen wir uns anschauen, wie sieht denn jetzt gerade der Markt aus? Gerade der Markt sieht so aus, dass da draußen ganz, ganz viele selbsternannte Investment-Gurus, ja, Investment-Leute, die mit Sicherheit auch einen coolen Job machen, viele Menschen gute Tipps geben, wie man in Immobilien investiert, alles fein, ja, will ich überhaupt nicht abwerten oder bewerten, alles gut. Aber die gehen natürlich jetzt gerade hin und sagen, ey, pass mal auf, die Finanzierung steigt, also Finanzierungszinsen steigen, du musst jetzt draußen den Maklern und den Verkäufern andere Angebote machen, also die Immobilien günstiger zu bekommen. Und da kriege ich doch klar, tatsächlich gestern noch so ein Beispiel aus Düsseldorf, wirklich original aus Düsseldorf, wo eine Immobilie, die korrekt, sauber, 1A bewertet wurde, bei, ich glaube, 1,3 Millionen irgendwas in dem Dreh rum, Mehrfamilienhaus. Und da bieten tatsächlich Leute, die jetzt sagen, ja, wenn ich in Düsseldorf zum 13-, 14-fachen möchte ich gerne kaufen. Also ich biete 700.000, 800.000.
So, das ist das, was tatsächlich draußen passiert, jetzt teilweise. Das ist nicht all over Deutschland, ja, das kommt auf die Region an, kommt ganz, ganz fein auch auf die Objektart an, gerade im Bereich Investmentimmobilien und Mehrfamilienhäuser. Da wird das vermehrt aufkommen, dass halt jetzt da Leute draußen rumlaufen, die sagen, ey, ich kann jetzt einen Schnapper machen oder glauben und hoffen, ey, vorher konnte ich in München nicht investieren, weil ich hohe Kaufpreisfaktoren hatte, was weiß ich, 24, 25, 26-fache und jetzt geht das in eine andere Richtung, ja. Und wir haben sehr valide Daten, ja, weil wir haben genügend Kunden über ganz Deutschland verteilt und können das bei unseren Maklern sehr, sehr gut nachvollziehen. Okay, jetzt stellt ja die Frage, was muss ich jetzt in so einer Phase wirklich tun als Makler? Also zuallererst mal ist eine Sache ganz wichtig. Das heißt, ich muss eine Immobilie sauber und korrekt einwerten. Aber auch eine Bewertung einer Immobilie ist da retrospektiv. Also das heißt, du schaust ja an den Rückspiegel. Ne? Wertermittlungsdaten, Wertermittlungssoftware, die Programme haben ja Daten aus der Vergangenheit. Ja? So, also auch wenn du mit Sachwert- und Ertragswertfaktoren rechnest. Ja? So, dass, diese Daten, die da drin sind, ja, basieren ja auf den letzten 20, 10, 5, 20, 30 Jahren. Das heißt, wir wissen nicht, basiert auf den letzten 10, 5, 20 Jahren, wir wissen nicht, wie das halt in der Zukunft sein wird, wenn jetzt eine andere Phase eingeleitet wird oder eine Korrektur der Immobilienpreise entsteht. Schauen wir uns die Angebotspreise an, die aktuell im Markt sind, die noch nicht wirklich korrigiert sind. Ja? Also auch das ist sozusagen noch unheimlich viel Hoffnung im Spiel. Ja? Gucken wir uns die Gutachterausschüsse an, es ist genau dasselbe. Auch das ist ein Blick in den Rückspiegel, nämlich Gutachterausschuss ist immer verkaufte Immobilien aus dem Vorjahr. Ja, das heißt, wir haben jetzt schon mal drei Ansätze, aber alle drei Ansätze sind natürlich nicht ideal. Also was müssen wir haben? Wenn wir eine vernünftige professionelle Wertermittlung oder wenn du eine vernünftige professionelle Wertermittlung machen willst, dann musst du immer viele Daten haben, vollständige Daten. Also heißt zuallererst mal, eine ganz seriöse Wertermittlung, Sachwert, Ertragswertverfahren, je nach Immobilienart, das ist das Erste. Da gibt es einschlägige Softwareprogramme, ich will jetzt hier gar keine bestimmte empfehlen. Bei mir im Coaching empfehle ich auch eine ganz bestimmte Software, aber da gibt es einige. Das ist der erste Schritt. Dem zugrunde liegt natürlich eine vernünftige, ideale, professionelle Objektbegehung, dass ich wirklich weiß, wie ist der Zustand der Immobilie? Wie ist die Beschaffenheit der Immobilie? Wie ist die Größe der Immobilie? Das heißt, ich habe wirklich alle Daten, um überhaupt so eine Bewertung durchzuführen. Zweiter Punkt ist, ich schaue mir natürlich immer den Gutachterausschuss an. Also das heißt, wie wurden die Immobilien tatsächlich in der Vergangenheit verkauft? Das ist für mich immer der zweite Indikator. Dritter Indikator ist für mich immer die aktuellen Vergleichsimmobilien. Also habe ich am Standort Immobilien, die eine ähnliche Kategorie haben, ähnlich aussehen, vielleicht auch der gleichen Straße sind oder eine Straße weiter, aber die von der Mikrolage her oder in der Lage ähnlich sind. Dann schaue ich mir zusätzlich nochmal, da gibt es ja auch verschiedenste Programme, Softwaremöglichkeiten, ob das jetzt Immobilienportale sind oder andere, die mir eine Auswertung aus allen möglichen Angebotswerten aktuell und der letzten zum Beispiel 24 Monate, was war auf dem Markt, zu welchen Preisen wurden die angeboten und so weiter. So, und da kannst du dir weitere Daten holen und oder daraus gibt es halt auch Programme, die mir die Möglichkeit geben, mit einem vernünftigen, guten Algorithmus eine Marktempfehlung, also eine Preisempfehlung daraus herauszufiltern. Dann habe ich also vier bis fünf Werte, die end of the day zumindest mal den aktuellen Wert bestätigen. So, und jetzt kann ich das gegenüberlegen zu dem Wert dessen, was der Verkäufer gerne hätte. Ja? So, und da sehen wir schon, ist da eine Diskrepanz, passt das, ist das ähnlich, etc. pp. So, und dann, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, jetzt müssen wir uns aber auch den Markt anschauen.
jetzt müssen wir uns den Markt anschauen, was wirklich passiert. So, und wir können nicht als seriöse, wirklich seriöse Immobilienmakler nach draußen gehen und irgendwelche Hoffnungen, Fantasiehoffnungen erwecken, sondern wir müssen den Leuten sagen, so, wenn wir diesen Wert erreichen wollen, sagen wir mal einen mittleren Wert jetzt, aus allen Werten zusammen. Und die Logik liegt schon daran, wenn du 4, 5 verschiedene Daten hast und du vollständige Daten hast, dann wird der Kaufpreis wie ein der Angebotspreis, wie ein Hologramm heraussteigen sozusagen. Also du weißt ziemlich genau, da geht die Reise hin. Und da kannst du auch nicht hinter dich, da kannst du nicht raus aus der Nummer, weil das ist das, was tatsächlich die Richtung ist. So, und dann kannst du mit dem Verkäufer vernünftig und ordentlich sprechen. Und jetzt geht's um Strategien. Also Strategien, wie arbeite ich? Und hier gibt's mal ein stabiles Datum, was ich dir geben kann, ist, eine Immobilie ist so viel wert, wie ein Käufer bereit ist, dafür zu bezahlen. Punkt 1. Ende aus Mickey Mouse. Dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Das ist das Thema. Eine Immobilie ist das wert, was ein Käufer bereit ist, dafür zu bezahlen. Punkt aus Ende. Zweiter sehr, sehr stabiler Punkt, wie ein Fels in der Brandung bei diesem ganzen Spiel, ist die Tatsache, dass eine Immobilie am Anfang die höchste Anzahl an Interessenten generiert. Am Anfang zum Start der Vermarktung und nicht nach 6 Monaten. Ja, also wenn du irgendwelche Leute kennst, die dir erzählen, das ist ja gar kein Problem, über Monate hinweg, das ist ein Holzkopf und er hat keine Ahnung. Eine Immobilie wird am Anfang vermarktet, weil sie da die höchste Anzahl an Interessenten generiert. Und wenn du da die Immobilie nicht einlochst, wirst du Probleme bekommen. Ja, also wenn du mal mehr als ein Dutzend Immobilien verkauft hast, dann hat man es gecheckt. Dann weiß man das. Ja, oder man ist komplett verblendet und guckt nicht hin, was wirklich passiert. Also eine Immobilie wird am Anfang verkauft. Deshalb kürzeste Zeit, maximale Anzahl an Interessenten. Ist der Kaufpreis zu hoch, sinkt die Anzahl der Interessenten um bis zu 40%. Weil es doch klar, die Leute, die jetzt kaufen wollen, die kennen den Markt. Die wissen, was auf dem Markt geht und wie die Preise gerade aktuell sind. Die sind doch nicht dumm, die Leute. Die beobachten doch Immobilien schon seit vielen Monaten. Frag dich selber mal eins, wenn du eine Immobilie seit 4, 5, 6 Monaten siehst, möglicherweise 3, 4 Mal im Preis gesenkt, ja, dann willst du mir doch nicht sagen, das hat ja alles super bei der Immobilie, alles total in Ordnung, alles total safe. Oder denkst du dann, ja, da ist doch irgendwas faul, der kriegt die Bude nicht weg. Genau das ist der Punkt, der kriegt die Bude nicht weg. Und genau das denken die Käufer auch. Und jetzt kannst du mal deinen Verkäufer fragen, hey, lieber Verkäufer, stellen Sie sich mal vor, Sie wollen selber eine Immobilie kaufen und Sie sehen eine Immobilie, verfolgen die seit 4, 5 Monaten und die geht nicht weg und die wird dann schon 2 Mal im Preis gesetzt. Was würden Sie denn selber als Käufer denken? Ja, da ist was faul. Genau. So, das heißt, in die Falle darf doch keiner reintappen. Also muss man hier mit den Verkäufern vernünftig sprechen. Also mit seriösem Angebotswert in den Markt gehen, ja. Und vor allen Dingen konkurrenzfähig in den Markt gehen, ja. Absolut seriös, um die maximale Anzahl an Interessenten anzulocken. Und dann ist auch die Möglichkeit da, dass der Fahrstuhl nach oben fährt, also der Kaufpreis hochgeht. Oder zumindest mal in der jetzigen Phase auch eine gewisse Stabilität hat am Ende des Tages. So und nicht anders ist die vernünftige Vorgehensweise. Und dazu gehört noch ein ordentlicher Prozess im Einkauf, nämlich auch ein Irrtum oder ein Mythos bei Verkäufern ist so nach dem Motto, ich setze ja mal höher den Preis an, runtergehen kann ich ja immer noch. Auch so kompletter Irrglaube, ja, weil das genau, wie ich es gerade erklärt habe, in die komplett falsche Richtung geht. Ja, so. Das heißt also, der Einkaufsprozess ist auch wieder genau, du musst den Verkäufer auch vernünftig qualifizieren. Will er wirklich verkaufen? Ja, weil wenn er nicht wirklich verkaufen will, dann wird er in keiner Phase des Marktes für dich als Makler wirklich vernünftig sein, weil das ist einer, der dem Prinzip Hoffnung nachjagt. Ja? Der hofft darauf, einen Preis, der komplett unrealistisch ist und du legst ihn dir ins Portfolio rein,
weil du selber dem Motto aufsitzt, Hoffnung ist die Wiese, auf der die Narren grasen. Ja? So, und wenn du ein Narr sein willst, dann mach das. Falls du in der Vergangenheit so gearbeitet hast und es jetzt immer noch nicht gecheckt hast, dann mach so weiter. Ja, du wirst aber da niemals auf den richtigen Pfad gehen. Wenn du merkst, ey, verdammt nochmal, der hat recht, dann änder deine Vorgehensweise. Und wenn du, wie meine Kunden, an der Stelle einen Verkäufer nach dem anderen haben willst, also akquirieren willst, seriös als Makler agieren möchtest und das nächste Level erreichen willst, dann bist du genau bei mir richtig. Und dann wäre es an der Zeit, dass wir mal miteinander reden. In der Infobox kannst du auf unserer Webseite eine kostenfreie Coaching-Session buchen. Und vor allen Dingen wünsche ich dir alles Gute und zieh auf jeden Fall durch. Mach es richtig, mach es professionell, ja, und als echter Experte. Und bitte nicht diese amateurhaften Strategien. Das muss aufhören da draußen. Das muss einfach aufhören, weil es nur ausschließlich verbrannte Erde hinterlässt und nichts anderes und das Image der Makler kaputt macht. Und das wollen wir nicht. Wenn du dieses Video cool gefunden hast, dann Daumen hoch, schreib gerne in die Kommentare rein, folg uns auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, TikTok, wo auch immer sind wir aktiv, hier in YouTube natürlich auch. Abonniere unseren Kanal und ich wünsche dir alles Gute hier aus dem sonnigen Mallorca.